Hallo zusammen, ich bin wieder im 5-Star-Fitness und heute gibt es für euch eine ganz besondere Übung, die zurzeit meine absolute Favorite-Übung ist für die Brust, vor allem, weil ihr einen richtig tollen Pump habt. Und das bedeutet ja meistens, dass es genau dahin geht, wo es hin soll. Das sieht nicht nur gut aus, sondern da sammelt sich auch noch viel Blut, weil ihr den Zielmuskel richtig gut erwischt. Und das ist eine Variante einer Isolationsübung, sprich der Fliegende. Die machen wir hier am Kabel und wie ihr seht, habe ich das schon aufgebaut. Wir sind hier am normalen Kabelturm, das heißt dazwischen, das kennt ihr, gibt es die Cable Cross Variante. Die gängigste Variante ist, dass man zwischen dem Turm steht und quasi mit den Kabeln nach unten zieht und dadurch vor allem die untere Brust aktiviert. Aber natürlich gibt es Dutzende von Variationen, die könnt ihr auch in Dutzenden von Positionen machen. Das heißt, selbst im Stehen könnt ihr das natürlich den Winkel so weit abändern, wenn ihr euch vorbeugt, dass ihr mehr den geraden Teil der Brust erwischt. Oder natürlich könnt ihr das Ganze auch noch von unten machen. Das heißt, dass ihr das Gelenk hier nach unten bringt und dann könnt ihr genauso gut nach oben ziehen. Und das ist die gleiche Bewegung, die wir auch beim Schrägbankdrücken haben. Das heißt, selbst im Stehen kriegen wir das alles hin. Wir machen jetzt eine Variante im Sitzen. Das gleiche könnt ihr natürlich auch wiederum im Liegen machen. Im Liegen die Bank dazwischen und ihr könnt das Ganze flach machen. Und da es hier eben nur einen Punkt gibt, wo das Kabel rauskommt, könnt ihr das Ganze auch nach unten bewegen und nach oben. Und schon wieder haben wir alle drei Variationen drin für den oberen Teil, den mittleren Teil und den unteren Teil der Brust. Im Sitzen hat es für mich einen ganz besonderen Reiz, weil ich mich ganz anders darauf konzentrieren kann. Und manchmal ist es auch einfach nur eine mentale Sache. Man kann gar nicht sagen, welche Übung jetzt so viel besser ist, sondern es ist mehr eine individuelle Sache, welche für euch besser ist. Wir schauen uns jetzt mal die Variante an und worauf es ankommt. Ganz entscheidend hierbei ist die Position der Bank, wo ihr die Bank hinstellt. Denn dementsprechend ändert sich natürlich der Winkel der Zugübung. Besonders wenn ihr dann ausgestreckte Arme habt, wäre das hier ein ungefährer 45-Grad-Winkel, den ich dann habe und wo im 45-Grad-Winkel die Zugkraft drauf wirkt. Das bedeutet, sobald ich die Arme ungefähr in der Position habe, sodass zwischen meinem Oberarm und dem Kabel ein 90-Grad-Winkel ist, dann ist der Druck am stärksten und der wäre dann ungefähr hier erreicht. Bei Fliegenden auf der Flachbank haben wir den hier unten, denn dann sind die Arme parallel zum Boden, die Schwerkraft geht natürlich zum Boden und dann haben wir hier einen besonders gefährlichen Moment, wo es wirklich schwer wird, während wir oben beinahe schon eine Entlastung haben. Und das können wir hier natürlich gut einstellen, wenn ihr die Bank weiter zurückstellt, sogar vielleicht hinter der Achse dieses Turms, dann habt ihr natürlich, wenn ihr in der Spitzenkontraktion seid, den Maximalwert. Dann habt ihr hier den rechten Winkel zwischen Kabel und Oberarm. Umso weiter ihr die Bank gerade ausstellt, desto eher verlagert sich das und ihr habt es wieder wie bei Fliegenden mehr, wenn der Arm unten ist. Das ist die Variation. Ich nehme jetzt hier eine 45 Grad, das heißt genau eine mittlere Variante. Zeige euch jetzt mal, worauf es da ankommt. So, ihr seht jetzt, dass ich das Gerät so eingestellt habe, dass ich genau die Mitte der Brust treffe. Das heißt, das ganz normale Flachbankfliegende. Habt ihr das hier nicht auf Schulterhöhe eingestellt, sondern etwas weiter unten, müsst ihr dementsprechend hochziehen, dann geht es mehr auf die obere Brust, wie beim Schrägbankdrücken. Und wenn ihr das weiter oben als die Schultern habt, dann geht es mehr auf die untere Brust. Ich habe jetzt hier die neutrale Position. Ihr müsst bereits aufpassen, wie ihr hier reingeht. Das hier ist keine Übung, wo ihr unter 8 Wiederholungen oder 6 Wiederholungen macht, das heißt im Kraftbereich. Das ist viel zu viel Gewicht und es ist schwer, in diese Übung reinzukommen, ohne sich dabei zu verletzen. Denn wir wollen uns nicht verrenken, wir wollen uns nicht zerren und dergleichen. Achtet direkt darauf. Ich nehme hier erst den einen, dann den anderen. Setz mich hier hin und halt meine Arme nach vorne. Ich will nicht zu weit hier in die Dehnung und dann mit einem falschen Ruck mir vielleicht eine Zerrung holen. Ich halte sie hier und gehe dann sehr schnell in die Übung über. Das heißt, ähnlich wie ihr es auch gewohnt seid beim Bankdrücken, ihr stabilisiert den Torso, geht ein wenig ins Hohlkreuz, zumindest ein gerader Rücken, Brust raus, Schultern nach unten und nach hinten. Ganz wichtig. Und das während der ganzen Übung. Und dann könnt ihr langsam zurückgehen. Ihr seht, die Brust ist immer noch vorne. Und nach vorne in die Peak Contraction. Ihr seht, die Brust ist immer noch vorne. Was wir nicht wollen, ist während des Movements hier nach vorne gehen, denn dann sind die Schultern vorne. Ihr merkt jetzt direkt, ihr seht nur noch meine Schultern und nicht mehr meine Brust. So seht ihr die Brust und die ist vorne. Ich schiebe sie vor mir her, sodass hier so ein richtiger Ballen entsteht. Und das Gleiche ist, wenn ihr zurückkommt. Wenn ihr zurückkommt, nicht entspannen und die Schultern nach vorne. Außerdem wollen wir auch nicht zu weit zurück. Die Schultern sollen nicht ausloggen, das heißt zu weit nach hinten kommen, sodass kein Tonus mehr auf der Brust ist. Ihr geht zurück, Spannung auf der Brust halten und wieder nach vorne. Hier immer ein bisschen halten, ein paar Sekunden halten, sodass ihr wirklich in die Peak Contraction reinkommt, dann spürt ihr das auch richtig. Und langsam zurück. Und wieder halten.
und langsam zurück. Der Arm ist immer kurz vor der Streckung und der Radius ändert sich nicht. Das heißt, nicht zu dicht hier, klein zu kleiner Winkel, sondern immer kurz vor der Streckung aus dieser Haltung heraus nach vorne. Halten das Ganze und wieder zurück. Auch hier vorne. Nicht unbedingt die beiden berühren, einfach nur vorne halten und wieder zurück. Und dann natürlich auch wieder aufpassen, wie er aus der Übung rausgeht. Nicht einfach schnacken lassen, das ist nicht gut fürs Studio, aber auch nicht einfach jetzt die Arme hängen lassen, das ist nicht gut für euch. Nach vorne, dass ihr hier die Spannung haltet, dann könnt ihr erst einen zurückbringen, so ganz einfach, und beim zweiten ein bisschen nachgehen. Probiert diese Übung aus, wie gesagt, eine meiner Favorite-Übungen im Moment, weil ich ein wirklich tolles Brustgefühl bekomme. Das bekomme ich mit kaum einer anderen Isolationsübung. Weder Fliegende an der Maschine, noch Butterfly, die es ja sowieso immer seltener gibt, noch Fliegende mit den Kurzhanteln, die natürlich im unteren Teil ziemlich krass sind und ziemlich stark auf die Muskulatur gehen und im oberen Teil wiederum ziemlich wenig. Probiert diese Übung aus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst es mich wissen und abonniert den Kanal natürlich, damit ihr mehr solche Videos bekommt. Schaut mal vorbei bei der Almanach-Serie und auch bei der Basic-Serie und natürlich bei den Livestreams könnt ihr mir immer wieder Fragen dazu stellen und von euren Erfahrungen mit den Übungen und den Videos hier berichten und mir was zukommen lassen. Macht's gut, bis bald, euer Gotti.